Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf neue.org und zu unserer heutigen Diskussionsrunde. Die Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Städte, Gemeinden und Landkreise sind je nach Besiedlungsdichte, Finanzen sowie wirtschaftlicher und infrastruktureller Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Das betrifft auch die von den Kommunen zu leistende Daseinsvorsorge. Wo sind die zentralen Hebel des kommunalen Managements? Welche Rolle spielt die digitale Daseinsvorsorge und was hat es eigentlich mit der Dortseinsvorsorge auf sich? Über diese und weitere Fragen spricht Dr. Eva Charlotte Proll, unsere heutige Moderatorin sowie Herausgeberin und Mitglied der Geschäftsleitung des Behördenspiegel, mit unseren Gästen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Schreiben Sie hierzu einfach Ihre Fragen und Anregungen in den Chat. Und damit übergebe ich an Frau Dr. Proll. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Jakobson, und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute an diesem sehr sonnigen Nachmittag. Und ich hoffe natürlich, egal von wo Sie uns sehen oder von wo Sie uns zugeschaltet sind, dass auch bei Ihnen die Sonne heute Nachmittag scheint, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich trotzdem hier nehmen, mit uns gemeinsam zu diskutieren. Genau wie Frau Jakobson bereits gesagt hat, ist die Voraussetzung für die zu leistende Daseinsvorsorge von Kommune zu Kommune oder auch den Landkreisen her unterschiedlich. Das gibt einige schlagkräftige Gründe, die auf der Hand liegen, vielleicht aber auch versteckte Gründe. Bevölkerungsveränderung, Migration, Überalterung, Stadt- oder Landflucht stellen für Kommune und Landkreise Herausforderungen dar, gerade mit Blick eben auf die Daseinsvorsorge und die Vorhaltung der hierfür notwendigen sozialen und technischen Infrastrukturen. Und die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Lebensqualität macht es eben nötig, Infrastrukturen und Leistungsangebote effizienter zu organisieren. Gleichzeitig, und das ist dann ein weiterer Punkt, eben die zunehmende Digitalisierung und die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, fallen also zusätzliche Aufgaben in den Verantwortungsbereich der Kommunen und Landkreise. Und ein neues Schlagwort steht auch im Raum, was wir heute diskutieren wollen, die digitale Daseinsvorsorge. Und um die Daseinsvorsorge natürlich vollumfänglich auch umsetzen zu können, ist es wichtig, kommunales Management wie auch die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen zu stärken. Und dazu haben wir heute fünf Expertinnen und Experten geladen, mit denen wir gemeinsam diskutieren wollen. Und zwar fange ich bei den Damen an, Ladies first sozusagen. Ein ganz herzliches Willkommen an Gudrun Burhorn, Referentin in den Programmbereichen Organisations- und Informationsmanagement und Personalmanagement bei der KGST. Liebe Gudrun, du bist eigentlich studierte Diplom-Verwaltungswirtin und trainierst aber oder lehrst nebenbei auch die Themen strategisches Management, Führung, lernende Organisation, Gestaltung von Veränderungsprozessen, Change Management etc. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Dann rechts von mir. Ganz herzlich willkommen, liebe Madeleine Pöser, Senior-Projektleiterin vorwiegend im Bereich Smart City und Smart Regions bei der Digitalagentur Brandenburg. Ganz kurz, das Kürzel steht auch oben, DABB. Und deine Schwerpunkte sind vor allen Dingen Strategieentwicklung, Anforderungs- und Prozessmanagement und Methodenkompetenz. Und du bist auch beteiligt an der Entwicklung einer Arbeitsdefinition bzw. einer Vorstudie für den Bereich oder den Begriff digitale Daseinsvorsorge. Da sind wir gleich gespannt, was es damit auf sich hat. Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, eine organisatorische, rechtliche und technische Perspektive des Begriffs zu zeichnen und Empfehlungen abzuleiten für eine strukturierte Erfassung der Daseinsvorsorge in der digitalen Welt. Dann machen wir mal im Uhrzeigersinn weiter. Christian Raffer begrüße ich ganz recht herzlich bei mir hier, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen am Deutschen Institut für Urbanistik.
DIFU, kurz, mit den Forschungsschwerpunkten Kommunalfinanzen und kommunale Haushaltsführung, Regionalökonomie, Empirie und kommunale Nachhaltigkeitssteuerung. Und du hast Volkswirtschaftslehre studiert und promovierst nebenbei noch am DIFU und an der FU Berlin. Und vielleicht noch ein interessanter Aspekt von eurem Institut. Ihr beschäftigt euch vor allen Dingen mit den finanziellen Planungsaspekten der Daseinsvorsorge und Infrastrukturplanung und habt ein Instrumentarium entwickelt, um bestehenden Investitionsbedarf effektiv in Planungen kommunaler Haushalte einzubeziehen. Aber dazu kannst du ja vielleicht gleich noch etwas mehr sagen. Dann begrüße ich ganz recht herzlich Rainer Semmert, Mitglied des Deutschen Bundestages und der FDP, Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und seit 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag, kommunalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und zuständig dort eben für kommunale Daseinsfürsorge und weitere kommunale Themen. Und du hast jahrzehntelange Erfahrung in der Projektentwicklung und im Bauwesen gesammelt und bist eigentlich von Haus aus Wirtschaftsingenieur und Ingenieur für Holztechnik. Und dann begrüße ich noch ganz herzlich Dr. Matthias Berg, Projektmanager Digital Society Ecosystems beim Fraunhofer IESE. Und du leitest unter anderem das Projekt Digitale Dörfer, forscht zu den Themen digitaler Wandel im ländlichen Raum, kommunaler Digitalisierung und Smart City. Und euer Institut begleitet auch das Projekt Heimat 2.0. Das ist eine Förderinitiative des Bundesprogramms für ländliche Entwicklung, was Daseinsvorsorge durch Digitalisierung stärken und vorantreiben soll. Und jetzt bin ich vor lauter Vorstellung schon ganz heiser. Deswegen lasst uns gleich mit der ersten Frage beginnen und vielleicht kann da Gudrun gleich den Einstieg machen. Wir haben viele Krisen aktuell oder viele Krisenherde, die aufflammen. Die Pandemie, die Inflation, der Rohstoff- und der Fachkräftemangel, Umweltkatastrophen und jetzt eben der Ukraine-Krieg mit den zahlreichen Flüchtlingen. Und das alles hat unsere Kommunen in den letzten Jahren vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, ganz zu schweigen eben von der letzten Herausforderung, dem Krieg gegen den Krieg in der Ukraine. Wie hat sich die kommunale Daseinsvorsorge unter vielleicht auch Veränderung der Rahmen- und Umweltbedingungen verändert? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, das Thema Corona-Krise und der Krieg aktuell haben nochmal ganz andere oder stellen ganz andere Herausforderungen an Kommunen, als wir das unter dem normalen Begriff von Daseinsvorsorge tatsächlich subsumieren würden. Und tatsächlich, ich sag mal, vor der Corona-Krise, würde ich sagen, ist der größte Umwälzungsprozess zum Thema Daseinsvorsorge eigentlich digital geworden, beziehungsweise der Eintritt in das digitale Zeitalter oder Epoche. Und das ist eine große Umwälzung, weil das Thema Technik und Digitalisierung ganz viel Potenzial mit uns bringt, wo wir tatsächlich gucken müssen, dass wir zu einer Umverteilung, Neuverteilung kommen. Wir haben in der KGSD ein Projekt gestartet, genau zu der Frage, was ist eigentlich mit dem kommunalen Auftrag beim Thema Daseinsvorsorge? Und gerade das Thema Digitalisierung bringt da den größten Veränderungsbedarf. Das Thema Pandemie hat uns nochmal gezeigt, dass Kommunen, gerade das Thema Gewährleistung und Ordnungskommune, das uns sehr gut getan hat, um ja, die Pandemie ein bisschen zu strukturieren. Wir kommen aber beim Thema digitale Daseinsvorsorge einfach in eine ganz andere Rolle, die Kommune zukünftig einnehmen wird und nicht nur mehr nur Verwaltung denkt, sondern wir reden davon, dass sie in einem digitalen Ökosystem stattfindet. Das Thema Krieg, glaube ich, hat nochmal eine ganz andere Herausforderung und anderen Stellenwert. Vielleicht soweit. Ja, herzlichen Dank. Dann gebe ich die Frage gerne auch noch mal weiter an Matthias. Wie hat sich die kommunale Daseinsvorsorge in den letzten Jahren verändert? Ja, ich glaube, die wesentlichen Stichpunkte hat Gudrun da super auf den Punkt gebracht. Ich würde das Digitale vielleicht gerade noch ein kleines bisschen ausbauen, da wirklich einfach unheimlich viel
unheimlich viel tatsächlich auch gelaufen ist. Wir haben lange gesagt, Deutschland hinkt hinterher und Deutschland verpennt da relativ viel. Ich würde sagen, mittlerweile der Wake-up-Call war da. Das ist ein Bemühen zu sehen. Es ist ungleich verteilt. Das ist natürlich nicht überall. Nicht überall sind die Prozesse gleich weit fortgeschritten. Ich glaube, Digitalisierung, digitaler Wandel ist einfach auch ein ungleichzeitiger Prozess. Aber man kann es an ganz vielen Themen, glaube ich, sehen. Das ist einerseits, sagen wir mal, sind es die digitalen Inhalte, sind es im kommunalen Bereich die Prozesse, es sind die Verwaltungsaufgaben, die digitalisiert werden. Es ist aber auch mehr. Es ist die Daseinsvorsorge, die digitaler wird. Es sind Themen dazugekommen, wie natürlich der Infrastrukturausbau, wo keine Kommune drumherum kommt. Aber es sind eben halt auch die Rahmenbedingungen, die Metaebene, wie wir diese Digitalisierung gestalten wollen, digitale Strategien, die immer mehr zum Thema werden und auch viel, also vielerorts dann aufgegriffen werden und in der Bearbeitung sind. Also sprich, es ist da durchaus losgegangen. Und dann haben wir über zusätzliche Prozesse, wie jetzt natürlich zunehmende Relevanz auch von Nachhaltigkeitsaspekten. Resilienz ist ein Thema, das überall in aller Munde ist, das sich auf diese aktuellsten Beziehungen oder aktuellsten Vorfälle auch beziehen lässt. Auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Ja, herzlichen Dank, lieber Rainer. Dann vielleicht auch an dich nochmal die Frage gestellt. Du hast da auch mitunter einen anderen Blick drauf. Welche Leistung beinhaltet Daseinsvorsorge aus deiner Sicht? Welche sollte sie noch beinhalten? Wir haben gerade auch den Schwerpunkt nochmal auf Digitalisierung gelegt bzw. gehört. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, bitte. Ja, gerne. Natürlich ist Digitalisierung ein großes Thema. Auch Smart City ist ja vorher schon genannt worden, was in vielen Kommunen ein Thema ist und als Thema auch nach außen getragen und wird und Teil mehr oder weniger versucht wird umzusetzen. Das ist eines. Ich sehe allerdings, neben den klassischen Aufgaben der Daseinsvorsorge, die jede Kommune leisten muss, Energieversorgung, Wasserversorgung und so weiter und so fort, sehe ich, dass, weil wir gerade gesagt haben, wir leben in einem digitalen Ökosystem, dass das Ökosystem natürlich auch gleichzeitig oder das Digitale gleichzeitig auch die Frage an die Stadt stellt, sowohl an die Stadt als auch an die ländlichen Gegenden, wie soll die Zukunft denn aussehen? Auch aufgrund von Digitalisierung und aufgrund von Veränderung von Arbeitsprozessen wird sich Stadt stärker verändern und wird nicht dahin zurückkehren, wo sie vielleicht vor 20 Jahren war. Und was manche jetzt auch feststellen, sagen, unsere Städte ändern sich, es ist nicht das los, es ist nicht der Betrieb, es sind nicht die Geschäfte da, die wir haben wollen oder die Infrastrukturen. Wir müssen also auch sehr stark in die Zukunft denken, auf verschiedene Art und Weise im städtischen Bereich sicher ganz anders als im ländlichen Bereich. Und ich sehe allerdings auch im ländlichen Bereich sehr starke Impulse, die Digitalisierung mit sich bringt, um dort Arbeitsprozesse, Arbeitsplätze, andere Lebensformen gestalten zu können, als das bisher da war, wo immer noch viele ländliche Räume ja darunter leiden, dass eben Menschen wegziehen. Und ich sehe da durchaus auch Chancen, dass da vielleicht wieder Menschen zuziehen, dass sich der Trend in Teilen sicher umkehren kann. Ja, danke schön. Dann, lieber Christian, auch nochmal an dich die Frage gerichtet. Welche Aufgaben sind in den vergangenen Jahren im Kontext der kommunalen Daseinsvorsorge hinzugekommen? Welche sind vielleicht auch weggefallen? Und wie steht das auch alles im Kontext zu den öffentlichen Haushalten? Ja, das ist natürlich eine sehr allumfassende Frage, die mir jetzt hier gestellt wurde. Generell muss man die kommunale Daseinsvorsorge als dynamischen Prozess aufgreifen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe grundständiger Dienstleistungen in der Daseinsvorsorge, die nicht so wirklich verhandelbar sind, aber außenrum variiert es dann doch immer sehr stark. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass früher in Baden-Württemberg die Vorhaltung eines Zuchtbullen ein Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge in den Dörfern war. Dem ist heute nicht mehr so. Es verändert sich also sehr stark. Der Zuchtbulle ist auf jeden Fall weggefallen. Was nicht weggefallen ist, eher im Gegenteil, was sehr viel mehr geworden ist, besonders in den letzten Jahren, sind öffentliche Dienstleistungen, kommunale Dienstleistungen im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge. Also wenn wir die kommunalen Ausgaben angucken, dann sehen wir sehr schön, wie
wie genau in diesem Bereich die Ausgaben steigen und die Kommunen ja zunehmend auch nach Entlastung rufen. Ansonsten ganz klar die Digitalisierung als Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge, auch so ein bisschen als hier Modus Vivendi der kommunalen Daseinsvorsorge, wird zunehmend wichtiger. Das lässt sich überhaupt nicht mehr leugnen. Das haben wir jetzt in Corona auch nochmal sehr deutlich gesehen. Ich möchte aber auch nochmal sehr stark an der Stelle darauf hinweisen, dass jenseits der jetzt auch tagesaktuellen Geschehnisse rund um Ukraine-Krieg, Energiepreise, generelle Trends zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel der Klimawandel. Ja, also wir sehen, dass immer mehr Kommunen sich da Gedanken machen, wie sie dem Klimawandel begegnen, wie vor allen Dingen auch Klimaanpassung berücksichtigt werden kann. Wenn man Daseinsvorsorge als die Summe der Dienstleistungen betrifft, die für einen Bürger, für eine Bürgerin notwendig sind, um in einer Kommune leben zu können, dann ist Klimaanpassung schon ganz wesentlich und es wird in Zukunft sicher noch wichtiger werden. Ja, danke schön. Nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Madeleine, ihr beratet ja bei der Digitalagentur vor allen Dingen in digitalen Themen. Und ich kenne aus unserer vergangenen Zeit oft noch sozusagen die Herausforderung der Kommunen, dass sie eben nicht nur die Digitalisierung haben, sondern eben zahlreiche Aufgaben nebenher. Und dass dann eben gesagt wurde, ja, wir machen ja nicht nur Digitalisierung. Stoßt ihr, wenn ihr mit euren Projekten kommt, da auf Verständnis, was die Kommunen angeht? Also, dass diese Bereitschaft eben auch mehr hin zu digitalen Themen und auch digitaler Daseinsvorsorge gegeben ist? Also, ist das sozusagen Top-Thema bei euch in Brandenburg in den Kommunen? Oder gibt es da noch andere? Ja, genau, sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Genau, vielleicht einfach noch korrigierend. Wir beraten nicht, wir begleiten Kommunen. Das ist sozusagen unser Gesellschaftszweck oder ein Punkt unseres Gesellschaftszwecks. Vielleicht hier nochmal dargestellt. Hier wurden schon verschiedene Themen genannt, was die Herausforderungen in den Kommunen in Deutschland angeht. Smart Cities, Smart Regions ist natürlich ein großes Thema, bringt viel Querschnitt mit sich. Es geht ja auch um Arbeitsteilung zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft. Das heißt also, welche Dienste, welche Leistungen sollen denn jetzt auch zukünftig der Staat erbringen? Was geht denn, was rückt denn eher in die Privatwirtschaft? Gerade beim Bereich Mobilität, kommen wir bestimmt später auch nochmal zurück. Es hat sich gezeigt, und hier wurde auch schon mehrfach die Covid-Pandemie angesprochen, dass gerade dieser demografische Wandel, der ja vorwiegend dafür oder eher negative Veränderungen im ländlichen Raum, in der Infrastruktur geführt hat, dass hier klar gesagt werden muss, dass Städte im ländlichen Raum, gerade was Glasfaseranschluss angeht und auch da, wo eine hohe medizinische Versorgung möglich ist, sich dort ansiedeln. Das heißt, das sind natürlich Themen, die auch die Kommunen betreffen und die Kommunen auch in ihrer Aufgabe, um die Daseinsvorsorge wahrzunehmen, auch leisten wollen. Und hier spielt natürlich der digitale Wandel eine große Rolle. Und auch um die Frage noch zu beantworten, dass es, wenn es um Digitalisierung geht, dann ist es ja kein rein technisches Thema. Hier müssen natürlich verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden. Wir haben die organisatorische Perspektive, wir haben die rechtliche Perspektive, aber auch die politische neben der technischen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, Digitalisierung anzustoßen, dann stellen wir auch fest, beziehungsweise geht es damit einher, dass hier auch eine Verschiebung der verschiedenen Akteure und Akteurskonstellationen erfolgt, die die Leistung der Daseinsvorsorge erbringen sollen. Es geht auch um eine Veränderung der Verantwortung. Das heißt, wer ist dann sozusagen zuständig für die Steuerung dieser Leistung? Wer ist zuständig für die Erbringung dieser Leistung? Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann stoßen wir auch ganz häufig an digitale Kompetenzen. Das heißt, hier müssen oder sind sozusagen neue Fähigkeiten notwendig, um auch genau die Daseinsvorsorge bzw. die Leistungen entsprechend zu steuern. Und vielleicht auch noch mitgegeben, Kommunen beschäftigen sich verstärkt mit dem Thema Daten. Also Daten zur Planung und zur Leistungserbringung und Leistungserstellung. Das vielleicht erstmal
zu dieser Frage. Ja, danke schön. Ich würde die Frage nach der Priorisierung und der Vielzahl der Aufgaben vielleicht gerne auch nochmal in die Runde geben. Und es kann der oder diejenige antworten, der sozusagen als erstes dazu was auf den Lippen hat. Also angesichts der zahlreichen Herausforderungen, wie priorisiert man da? Wie lassen sich Prioritäten festlegen? Und wir haben ja gerade schon gehört von allen, dass die digitale Daseinsvorsorge immer wichtiger geworden ist. Aber was ist sozusagen da an Priorisierung möglich auch tatsächlich? Ich kann gerne mal starten. Vielleicht. Danke. Bitte. Das Thema Digitalisierung, ich will einfach nochmal, mir ist gerade nochmal aufgefallen, das klarzustellen, digitale in Daseinsvorsorge ist ja kein Selbstzweck, sondern digitale Daseinsvorsorge ist dafür da, die Lebens- und Arbeits- und Standortqualität tatsächlich in unseren Kommunen und Kreisen zu verbessern. Und die Frage nach der Prioritätensetzung ist ganz klar zu beantworten, das muss örtlich passieren, zwischen den Verwaltungen und der Politik. Und wir haben da sogenannte Aktionsfelder identifiziert, wie zum Beispiel das Thema digitale Souveränität oder Teilhabe oder Experimentier- und Lernräume, wo sich örtlich die Kommune damit auseinandersetzen muss, wirklich Prioritäten zu setzen, weil sie kann nicht alles auf einmal machen und aber für sich klar entscheiden, wie es geht. Und ich glaube auch, durch den Einsatz von Technik hat sich das Beteiligungsverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern auch komplett verändert. Die Beteiligungsverfahren mit Hackathons, Makerspaces, die Netzwerke, die entstanden sind, haben eine ganz andere Qualität und werden auch als attraktiv wahrgenommen, beteiligt zu werden und sich beteiligen zu können. Gut, da würde ich hier direkt anschließen. Also ich denke, auf die Frage würde ich jetzt von meiner Seite mit drei Punkten antworten. Zum einen ist die Frage, die sich mir stellt, wie weit können Kommunen überhaupt oder sind frei, voll zu priorisieren? Ja, Kommunen haben ja eine ganze Reihe von Pflichtaufgaben oder übertragenen Aufgaben. Da haben die hinsichtlich der Frage des Ob die Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird, überhaupt oder kaum Mitspracherecht. Da geht es eher um das Wie die Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird. Insofern, wenn es um eine wirkliche freie Auswahl zusätzlicher neuer Dienstleistungen geht, dann bewegen wir uns wesentlich im Bereich der freiwilligen Aufgaben. Und da können Kommunen natürlich schon eine ganze Menge machen, sind aber unter dem Diktat des Haushalts. Heißt also, Kommunen können das machen, was sie sich leisten können, wofür sie die allgemeinen Deckungsmittel haben. Und da spiegelt sich dann natürlich schon wieder eine Ungleichverteilung wieder. Ja. Kommunen, die es sich leisten können, ausreichend oder umfassende Dienstleistungen der Daseinsvorsorge im Bereich der freiwilligen Leistungen zu liefern, tun es und tun es auch gerne und tun es auch häufig sehr, sehr gut. Aber eine ganze Reihe von Kommunen, und man darf deren Zahl keineswegs hier unterschätzen, haben eigentlich gar nicht so die Wahl. Ja, die sind froh, wenn die Pflichtaufgaben einigermaßen gut abgearbeitet werden können und am Ende des Jahres auch noch ein Haushaltsausgleich funktioniert. Das ist so die eine eher technische Sache. Und die andere ist, dass Kommunen heute in meinem Verständnis zumindest, aber da lasse ich mich auch gern von euch hier korrigieren, genau wie wir alle so ein bisschen getrieben sind vom Zeitgeschehen. Ja, also 2015 war ganz wesentlich hier die Unterbringung der Geflüchteten auf der Agenda der kommunalen Daseinsvorsorge. Jetzt ist es die öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Bereitstellung digitaler Mittel im Zuge der Corona-Krise, hat man das gemerkt. Also die Themen, die kommen von außen, ja, und die kommen mit einer großen Brisanz von außen. Und dazu müssen sich Kommunen verhalten im Rahmen ihrer Mittel. Und Priorisierung, ja, ist natürlich super wichtig. Gerade dann muss man entscheiden, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das ist halt auch ein Stück weit von außen vorgegeben. Ja, danke schön, Matthias. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte, die da bei der Priorisierung eine Rolle spielen. Das sind auch, also ich meine, wir machen die digitalen Dörfer. Wir haben natürlich vor allen Dingen auch ländliche Kommunen im Blick. Wir haben ja auch vor allen Dingen kleine Kommunen im Blick mit kleinen Verwaltungseinheiten, wo, wenn überhaupt, vielleicht eine halbe IT-Stelle da ist. Und die Frage fand ich eben total schön. Was machen denn die Kommunen außer Digitalisierung sonst noch so? Es gibt natürlich die Kommunen, da kommt man hin und die sagen uns, ja, wie soll man denn das bitte schön auch noch machen? Und das ist absolut nachvollziehbar. Also sprich, da sind natürlich Strukturen drin, die einen wesentlichen Unterschied machen. Ich würde mal so einen qualifizierten Unterschied, den ich so von der Einschätzung her sehen würde zwischen Stadt-Land, ist der, dass
dass die Städte um diesen Innovationsprozess nicht mehr drumherum kommen. Da ist ganz klar eine Erwartungshaltung auch da. Da ist mittlerweile ein Innovationsdruck da durch Smart City, durch Projekte, durch Wettbewerbe, durch Förderung, aber auch durch die Bürgerinnen und Bürger, die da eine Erwartungshaltung haben. Da kommt man nicht mehr dran vorbei. Im ländlichen Raum ist das viel diverser. Also da gibt es die vorneweg aktiv sind, die das wollen, die das können, was häufig an einzelnen Personen oder an so einer spezifischen Konstellationen von Leuten hängt. Und es ist teilweise welche, da ist das Interesse nicht da, da ist aber auch wirklich einfach im Endeffekt die notwendige Kompetenz, da sind die Mittel, da fehlt an vielen Ecken und Enden. Das ist also wirklich ein sehr diverses Bild. Aber um da halt auch nochmal so einen positiven Aspekt aufzugreifen, wo ich eine super Chance der Digitalisierung im Bereich Daseinsvorsorge sehe, ist ja ganz klar. Ich meine, die Schwerpunktsetzung, die haben wir im Endeffekt im politischen Prozess gehabt. Ne? Es werden die Leute gewählt und dann im Austauschprozess zwischen Politik und Verwaltung werden dann die Schwerpunkte gesetzt. Gut, jetzt haben wir Beteiligungsmittel. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da lassen sich Prozesse optimieren und Formate und auch wirklich, wenn wir mal das wirklich so einen Beteiligungsprozess umfassend zu gestalten. Das ist eine Riesenherausforderung. Das ist aber ein spannendes Projekt. Und warum nicht auch mal daran denken, wirklich über Beteiligungsverfahren auch mal zu definieren, wo denn Daseinsvorsorge zumindest in dem frei gestaltbaren Bereich der Kommune hingehen kann mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Ja, Rainer, bitte. Ja, ich würde mich da an dem, was Matthias gesagt hat, natürlich ist das sehr differenziert und sage ich mal grundsätzlich, wir reden jetzt sehr stark über den Begriff Digitales und das Digitale kommt ja mehr oder weniger stark. In den Städten ist Digitalisierung sehr viel weiter fortgeschritten als im ländlichen Raum. Dementsprechend sind vielleicht eben aber auch die Anforderungen unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt, wo man wohnen will. Und jetzt, ich denke, es ist nicht richtig zu sagen, was braucht man idealerweise für eine digitale Struktur, sondern das Ideal, was kommunale Daseinsvorsorge sein sollte, sie sollte wissen, was erwarten eigentlich meine Bürger von mir und was kann ich wie möglichst gut und möglichst vielleicht auch kostengünstig und einfach zur Verfügung stellen. Und jetzt auch, wenn wir sehr stark beim Digitalen sind, im Moment ein ganz, ganz starkes Thema ist natürlich Wohnen. Da spielt Digitales auch mit rein, aber dass sich Prozesse beschleunigen kann. Aber zunächst mal sind das ja sehr viele klassische Aufgaben, die nach wie vor vorhanden sind, die jede Kommune erledigen muss. Das ist eben Wohnen, das ist Energieversorgung und Abfallentsorgung und Mobilität. So, dass Digitales diese Prozesse verändert, ist völlig klar. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also zunächst mal gucken, was muss ich denn leisten, um meine Bürger zu halten, um vielleicht neue Bürger zu gewinnen, sich sich bei mir anzusiedeln und vielleicht auch dort zu bleiben und nicht nach ein paar Jahren, wenn die Kinder größer sind, wieder wegzugehen oder. Also da gehört sehr stark auch rein, was auch ein bisschen eine Vision, was möchte ich mit meiner Kommune anstellen, wo soll die hingehen, was für Perspektiven kann ich jetzt nicht nur in der Digitalisierung sehen, sondern auch in der kommunalen Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Mhm. Gudrun. Ja, also das Thema Vision, Rainer, kann ich sehr gut auch nachvollziehen, dass es extrem wichtig ist. Aber ich wollte noch einen anderen Aspekt einbringen. Wir haben bei unseren Diskussionen mit unseren Interviewpartnern festgestellt, dass gerade durch das OZE getrieben, also das Onlinezugangsgesetz, dass die Leistungen digital angeboten werden, eine Diskussion angestoßen worden ist, Dinge wieder zu zentralisieren, die digital möglich sind, die auf Länder- oder Bundesebene verantwortet werden, wo die Kommunen in der Ausführungsverantwortung sind, um da, ich sag mal, Prozesse zu entschlacken und damit auch Kapazitäten für die Kommunen freizusetzen. Weil wir haben sehr oft auch diskutiert, das sogenannte Aufgabenfindungsrecht in den Kommunen und das genau in dem Sinne, wie meine beiden Vorredner das gesagt haben, zu gucken, was braucht die örtliche Gemeinschaft, was erwarten die von uns und was ist uns so wichtig, dass wir vielleicht mit frei gewordenen Kapazitäten einerseits dort neu investieren können. Mhm. Zwei Punkte, die ich gerne gleich noch aufgreifen würde. Das, was sozusagen Matthias gesagt hat mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Beteiligungsprozessen.
Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Gudrun, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen jedem klar ist, auch wenn wir gerade sozusagen über den Begriff digitale Daseinsvorsorge sprechen. Vielleicht könnten wir hier für unsere Runde mal so eine kleine Arbeitsdefinition zumindest aufstellen, bevor wir weiter darüber sprechen, dass es eben jedem auch klar ist. Madeleine, magst du mal einen Aufschlag machen für eine Arbeitsdefinition? Ja, kann ich gerne mal machen. Genau, wir reden ja wir sind ja sozusagen von der klassischen Daseinsvorsorge gekommen. Hier wurde das Thema Energie angesprochen, Wohnen wurde angesprochen, Verkehr, glaube ich, auch schon. Da haben wir zumindest im Rahmen der Studie, wo übrigens auch Matthias natürlich mit dran beteiligt war, was wir mit Frau und bei ESA zusammengeschrieben haben, haben wir festgestellt, dass die Transformation bestehender Leistungsbereiche, die Daseinsvorsorge durch digitale Verfahren und also sozusagen befördert und das Entstehen neuer Angebote und neuer Aufgaben in den Leistungsbereichen auslöst. Also wir reden hier sozusagen nicht davon, dass mit der digitalen Daseinsvorsorge auch neue Leistungsbereiche entstehen. Das ist zumindest das, was wir in der Vorstudie feststellen konnten, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Beispielsweise wie das Thema Cybersicherheit oder Cybersecurity. Da wurde dann irgendwie auch schnell gedacht, okay, es könnte ein neuer Leistungsbereich sein, ist es aber nicht. Zumindest laut der Expertin, die wir gefragt haben, denn das Thema geht halt eher in die öffentliche Sicherheit auf. Wir haben auch festgestellt, dass die digitale Daseinsvorsorge bestimmte Veränderungen organisatorischer, rechtlicher und technischer Natur bedingt und dass sozusagen auch sich die Aufgaben für alle Akteure in diesen Bereichen verändern. Wir haben auch, weil wenn wir schon von Digitalisierung sprechen, dann würde ich ja auch gerne noch mit anfügen, dass wir festgestellt haben, dass die digitale Daseinsvorsorge originäre Elemente der Daseinsvorsorge benötigt, also klassisch die Infrastruktur, was beispielsweise Breitband oder 5G sein kann, dass sie digitale Inhalte, zum Beispiel Social Media oder auch digitale Dienste beinhalten muss, um zukünftig auch die Leistungen der Daseinsvorsorge im digitalen Raum zu ermöglichen. Letztlich möchte ich auch mitgeben, dass wir bezüglich der Priorisierung uns auch in der Studie Gedanken gemacht haben, wie ist es möglich, diese Leistungen der Daseinsvorsorge zu priorisieren. Und wir haben festgestellt, dass die Leistungsbereiche derart verschränkt sind, dass eine Priorisierung hier von Leistungen nicht, also angesichts der zeitlichen und lokalen Spezifität kontraproduktiv erscheint. Das heißt, Leistungen werden schneller, andere weniger schnell digitalisiert und es gibt auch Leistungen, die sich vermutlich vielleicht auch gar nicht digitalisieren lassen. Wir haben auch regionale Verschiedenheiten, die hierbei berücksichtigt werden müssen. Es geht auch darum, vielleicht auch nochmal festzustellen, ich würde gerne noch ein Beispiel geben. Wir können heute mithilfe digitaler Technologien gerade in ländlichen Regionen die ärztliche Versorgung wo die Bevölkerung sehr gering aufgestellt ist, können wir hier gut sicherstellen. Also digitale Technologien helfen uns dabei. Dennoch brauchen wir für eine adäquate Versorgung nach heutigen Standards auch natürlich den physisch-menschlichen Kontakt zu einer Ärztin oder auch zu einer Pflegekraft vor Ort. Also wenn wir über Daseinsvorsorge sprechen oder auch digitale Daseinsvorsorge, geht es ja nicht unbedingt darum, dass alle Leistungen entsprechend ins Digitale übertragen werden, sondern wir müssen beides denken. Wir werden auch aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch immer Bürgerinnen und Bürger haben, die auch das Ganze analog entsprechend zur Verfügung gestellt bekommen wollen. Und hier wurde ja auch schon heute häufig angesprochen, dass die Nutzerperspektive hier eine ganz große Rolle spielt. Und genau darum geht es, diese auch zukünftig, auch wenn es um digitale Leistungen geht, und diese hier zu entwickeln, dass sie hier insbesondere mit einbezogen wird und auch ganz konkret nach deren Bedürfnissen gefragt wird, wo ich mich auch meinen Vorrednern anschließe. Was ist digitale Daseinsvorsorge für die KGST? Ja, das hat eine technische Dimension natürlich, aber es hat für uns auch eine soziokulturelle Dimension. Weil wenn, ich sag mal, die Gesellschaft sich digitalisiert, wird es umso wichtiger sein, sich physikalisch persönlich zu begegnen.
damit Gesellschaft zusammenbleiben kann und, ich sag mal, auch ein gemeinsames Wir weiter behält. Und deswegen spielen solche Sachen wie dritte Orte eine große Rolle. Also Orte, an denen man barrierefrei zusammenkommen kann, zwecklos zusammenkommen kann, die schon im, ich sag mal, im Auftrag der Kommune bereitgestellt werden sollten, sich darum zu kümmern. Wie gesagt, nicht nur die technische Infrastruktur, sondern für das Thema Bildung, kultureller Zusammenhalt, dafür auch Sorge zu tragen. Also diese beiden Aspekte machen für uns digitale Daseinsvorsorge aus. Matthias, möchtest du das noch ergänzen oder Rainer und Christian? Und vielleicht können wir dann bei den zahlreichen Ergänzungen uns irgendwie auf einen Satz oder vielleicht auch zwei Sätze für digitale Daseinsvorsorge einigen. Gut. Ja, ich mach da mal. Mach mal weiter. Einen ganz provokativen Vorschlag, weil wir haben uns da schon so ein bisschen mit rumgequält, auch mit dieser Definition. Und was ist digitale Daseinsvorsorge, was ist Digitalisierung der Daseinsvorsorge und was ist klassische Daseinsvorsorge? Es gibt Definitionen, die unterscheiden das, die sagen, digitale Daseinsvorsorge ist das, was digital neu dazukommt, die neuen Aufgaben. Stand heute ist es aber so, Digitalisierung wirkt sich auf alle Daseinsvorsorge-Leistungsbereiche aus. Das kann Frontstage sein, das kann Backstage sein. Das heißt, im Endeffekt, die Leistungsempfänger müssen im Endeffekt gar nichts davon mitkriegen, dass da digitalisiert wurde. Andere Leistungen werden dann vielleicht tatsächlich komplett virtualisiert. Von daher, das greift auf den ganzen Prozess auf unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlicher Intensität. Von daher würde ich tatsächlich ganz kurz und bündig sagen, Digitalisierung der Daseinsvorsorge ist der Prozess. Und digitale Daseinsvorsorge ist das Ergebnis. Das ist einfach so, wie Daseinsvorsorge heute realisiert wird im digitalen Zeitalter. Und da steckt unheimlich viel drin. Aber das wäre so für mich ein Angebot. Ja gut, da ist ja schon das Stichwort drin. Wenn du sagst, das Ergebnis ist dann die digitale Daseinsvorsorge, und der Prozess ist die Digitalisierung. Also vom Ende her gedacht ist es schon das, was wollen wir haben? Was wollen wir erreichen mit unserer Gemeinschaft, mit unserer Stadt, mit unserer Kommune, mit unserem Dorf? Und die Digitalisierung ist klar. Wir können Digitalisierung natürlich, A, kommt man heute nicht mehr dran vorbei, B, wollen wir es nicht, C, können wir es nutzen, um Dinge effektiver zu machen und mehr anzubieten, als früher möglich war. Also es stecken ja durchaus fast nur positive Dinge da drin in digitalen Prozessen. Eher schwer ist es manchmal, seine Bürger mitzunehmen. Das ist bei jungen Menschen ist das noch einfach, bei älteren Menschen oder mit zunehmend älter werdender Bevölkerung ist das unter Umständen schwierig. Und da kommt dieser dritte Punkt, den du da gesagt hast oder der genannt worden ist, dritte Orte, dass man nicht vergisst, dass eben Digitales oft auch nicht persönlich stattfindet, wie wir jetzt gerade in der Pandemie gesehen haben und wo wir festgestellt haben, wie wichtig es ist, eben auch Begegnungsorte zu haben, wo man sich von Mensch zu Mensch begegnet und auch gemeinsam Dinge erlebt oder selbst macht, Kultur, Bildung sowieso. Wir sehen es an den Schulen, wie wichtig es ist, Präsenzunterricht zu haben und Ähnliches. Also es ist durchaus, denke ich, Digitalisierung sollte... Für mich ist Digitalisierung immer so ein Synonym für mehr und für es soll einfacher werden. Es soll weniger schwierig sein, schneller gehen, einfacher werden. Eben auch im Verwaltungsbereich das klassische Beispiel. Warum muss ich irgendwo hin, wenn ich das auch von zu Hause aus machen kann? Warum muss ich ein Formular ausfüllen, wenn ich es gleich am Bildschirm eingeben kann und so? Das ist der einfache Weg und es bietet mir mehr. Ich kann von zu Hause aus in die Welt blicken, was ich früher nicht in der Art und Weise konnte oder Dinge erfahren. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es vom Ende her denken und sagen, wie soll die Gemeinschaft aussehen, in der wir leben wollen? Gudrun, von dir kam, glaube ich, auch das mit den dritten Orten. Willst du direkt darauf Bezug nehmen? Und dann vielleicht nochmal Christian mit. Ich möchte nur ergänzen, also mit den technischen Dimensionen von Matthias und Rainer kann ich super leben, auch gerade von dem Thema, was wir bewirken und im Ergebnis raushaben wollen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass neben der technischen Dimension auch eine Haltungsfrage dahinter steht. Also nämlich die Haltung, wirklich mit dem Blick auf die örtliche Gemeinschaft das Beste zu wollen und da die besten Wirkungen zu erzeugen. Also Digitalisierung ist für mich nicht nur Technik auch, sondern auch eine Haltung, das wirklich zum Wohle und zum Nutzen der örtlichen Gemeinschaft einzusetzen.
Ja, also letztlich wurde, ich glaube, schon alles gesagt, was zum Begriff der digitalen Daseinsvorsorge notwendig ist. Und vor allen Dingen ich als Nicht-Experte bei digitaler Entwicklung kann vermutlich wenig Sinnvolles hinzufügen. Allerdings habe ich mir gedacht, naja, letztlich ist digitale Daseinsvorsorge nach wie vor Daseinsvorsorge. Ja, was ist Daseinsvorsorge, wenn man quasi von der klassischen Definition von Forsthoff ausgeht? Sind alle Dienstleistungen und Güter, die für ein sinnvolles menschliches Dasein notwendig sind. Ja, und dieses Konzept des sinnvollen menschlichen Daseins, das wandelt sich natürlich, und unter der Ägide des Digitalen hat sich das ganz gravierend gewandelt. Also was ist für uns heute notwendig, um sinnvoll leben zu können? Und es ist zum einen, aus meiner Perspektive zumindest, so wie Rainer es eben sagte, von zu Hause aus in die Welt gucken zu können, von zu Hause aus arbeiten zu können. Also eine gute Internetanbindung letztlich zu haben. Darum geht es ganz wesentlich. Das ist zum anderen natürlich die Abwanderung bestehender Dienstleistungen der Daseinsvorsorge ins Digitale, wo es möglich ist, um hier mehr Effizienz zu erhalten, um auch Behörden zu entlasten. Das, denke ich, ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt hier. Und genau, letztlich spielen dann, wenn man das ein bisschen weiter ausrollt, die Gedanken eine Rolle, die jetzt hier verschiedentlich angeklungen sind. Klar, also nicht jeder ist dazu in der Lage, dem Digitalen so beizuwohnen, wie es Digital Natives beispielsweise können. Also ältere Menschen haben es durchaus schwerer, Menschen mit weniger gesicherten sozialen Hintergrund haben es durchaus schwerer. Und genau hier muss diese da kommunale Daseinsvorsorge natürlich auch anpacken, indem sie dritte Orte zur Verfügung stellt, indem sie Menschen, die durch die Digitalisierung drohen, abgehängt zu werden, mitnimmt. Ja. Also es sollte ganz wichtig, es ist super wichtig tatsächlich, es sollte hier niemand vergessen werden. Denn in diesem ganzen Themenkomplex Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen oder beziehungsweise verlorener Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen liegt gesellschaftspolitisch natürlich enormer Sprengstoff. Also vielleicht nochmal in Ergänzung, digitale Daseinsvorsorge ist auch sozusagen im Prinzip ein funktionsfähiger, guter Internetanschluss sozusagen bis vor die Haustür. Also das, was Madeleine auch gesagt hatte, Breitband 5G, das gehört für dich, beziehungsweise alle nicken, das gehört dann auch sozusagen für alle dazu. Okay, ja, jetzt hattest du einen Aspekt schon angesprochen und Matthias hatte das auch gesagt, nämlich konkret Bürgerinnen und Bürger. Matthias hatte da das Stichwort Bürgerbeteiligung genannt, vor allen Dingen was die Aufgaben der Daseinsvorsorge betrifft. Wie reagieren denn die Akteure beziehungsweise implizit jetzt Bürgerinnen und Bürger auf Veränderungen der Daseinsvorsorge? Gibt es da irgendwie ja Forderungen, bestimmte gesellschaftliche Tendenzen? Christian hat eben gesagt, eigentlich ist sozusagen das, was Daseinsvorsorge ist und das, was es ausmacht, ist auch größtenteils von außen gesteuert, beziehungsweise von äußeren Einflüssen. Welche Anpassungen braucht es da vielleicht noch? Sie, Matthias, willst du da vielleicht nochmal den Aufschlag machen, weil du eben auch das mit den Beteiligungen gesagt hast? Ja, ich glaube, sagen wir mal so, der Stake der Bürgerinnen und Bürger in der Diskussion um eine digitale Daseinsvorsorge, der ist schwierig, weil das als Thema natürlich in der Form nicht diskutiert wird. Es macht sich aber natürlich für die Leute daran konkret, wenn es um Digitalisierung der Verwaltungsleistung geht und vor allen Dingen ja zukünftig noch viel verschärfter gehen wird. Das wird natürlich sehr, sehr spannend. Wir kriegen es natürlich mit den Projekten, die wir machen vor Ort, weil das ja schon im Wesentlichen unser zentraler Zugang ist, weil das sind wir ja letztendlich als Institut für experimentelle Software Engineering. Wir bauen ja tatsächlich Anwendungen und Lösungen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum, eben mit den Menschen zusammen. Das heißt, wir gehen von vornherein schon mit dieser Beteiligungsorientierung rein und denken uns nicht irgendwas aus, sondern gehen in die Verwaltung, gehen in die Bürgerzentren, machen die Veranstaltungen, machen Workshops und schauen, wo der Schuh drückt. Genau wie Gudrun eingangs gesagt hat, nicht zum Selbstzweck, sondern wirklich zur Verbesserung, zur Sicherstellung von Angeboten, aber auch zur Verbesserung von Angeboten insbesondere. Und das sind so die Kristallisationspunkte, wo man das ein oder andere mitkriegt. Und ja, da sind natürlich die Ängste teilweise auch da und die Vorbehalte da gegenüber digitalen Wegen, völlig, völlig klar. Da sind die Leute dabei, die auch die Sorge haben, irgendwie zurückgelassen zu werden, weil wenn ich mir auf die Fahnen schreibe,
Digitalisierung der Daseinsvorsorge und der Verwaltung voranzutreiben, dann geht es natürlich auch um das Recht auf digitale Teilhabe. Das muss ich dann auch sicherstellen und mitdenken. Und dann haben wir natürlich recht häufig auch den Reflex, und das ist tatsächlich in Kommunen oft so, eine Haltung, ja, entweder oder. Also entweder wir machen es wie bisher oder wir machen es digital, aber beides ist irgendwie nicht denkbar. Und da bin ich persönlich tatsächlich der Überzeugung, dass es zumindest für eine Karenzzeit auch einfach, ja, diesen Fallback in Form eines vielleicht digitalen Raums, aber auch eines dritten Raums geben muss. Sprich, dann muss ich wirklich auch sicherstellen, dass ich alle mitnehme und nicht nur die, die sich direkt auf diesen Weg einlassen, sondern auch die, die Probleme damit haben. Das ist zugegebenermaßen Aufwand, das macht sich nicht von alleine. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt das eine Extrem, da muss man dran arbeiten, und da muss man aber auch wiederum auch sagen, sind die Kommunen ein super Partner, weil das unterschätzt man auch häufig, wenn die Kommune eine treibende Kraft in dem Bereich ist, dann erzeugt das bei den Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Verlässlichkeit, ne? Und wenn die sagen, sagen wir mal, ein Digitalprojekt in irgendeiner Form, das von der Verwaltung vorangebracht hat, das genießt auch ein gewisses Vertrauen, wie das vielleicht vom privatwirtschaftlichen Markt nicht immer gegeben ist. Das ist ganz spannend. Ja, dann denke ich, haben wir es, belasse ich es mal dabei. Ja, Rainer, als Volksvertreter hätte ich dir auch sofort das Wort übergeben, die Bürgerinnen und Bürger. Also wie reagieren die auf die Veränderung? Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie kann ich als Bürger damit umgehen? Ich will mal ein Beispiel nennen. Ganz früher, der Umgang mit meiner Bank hat sich zunehmend digitalisiert. Ich habe irgendwann ein Online-Konto aufgemacht, das hat auch wunderbar funktioniert. Wenn irgendwas passiert ist, konnte ich dort anrufen und es ging jemand dran. Jetzt ist es so, wenn ich rufe an und es geht nur noch ein Anrufbeantworter dran, der mir immer versichert, Sie sind der Nächste und Sie kommen gleich dran. Das kann Stunden dauern. Und manchmal erreicht man überhaupt niemanden mehr, sondern kann nur noch per Mail kommunizieren. Es ist die Frage, was kann ich jemandem zumuten an Digitalisierung und wie halte ich den bei Laune oder wie erfülle ich meine Pflicht, die ich ihm gegenüber habe, um ihn fair zu behandeln? Danke, Gudrun, du wolltest auch noch ergänzen zu dem Thema. Und dann Christian. Ich glaube, durch das Ganze, die ganzen digitalen Agenten haben sich die Beteiligungsprozesse in der Bürgerschaft sehr vervielfacht in den letzten 2-3 Jahren. Und diese sogenannte Nutzerzentrierung ja auch, ist ja eine Wertschätzung eigentlich derjenigen, die plötzlich auch in den Mittelpunkt rücken und dass deren Bedürfnisse auch ernst und wahrgenommen werden. Verwaltung, ich sag mal, vor 40 Jahren sah dann noch ganz anders aus. Und ich glaube, Matthias hat es eben gesagt, von diesem Entweder-Oder zu sprechen. Und ich glaube, wir müssen uns auch gerade in Kommunen angewöhnen, in sowohl als auch zu denken, nicht Entweder-Oder. Und das hat natürlich auch was mit einer Grundhaltung zu tun. Wenn wir digitale Prozesse digitalisieren, macht es vielleicht für den größten Teil der Bürgerschaft und Nutzer es viel, viel einfacher. Aber genau diejenigen, die digital nicht wollen, nicht können oder was auch immer, müssen ja trotzdem auch Raum finden, genauso bedient zu werden auf ihre Art und Weise und ihren Weg. Und deswegen glaube ich, dass wir eben weg von dieser Entweder-Oder-Haltung kommen müssen, um wirklich in sowohl als auch als Möglichkeiten zu denken. Und ich glaube, es eröffnet uns einfach auch nochmal neue Denkräume. Dankeschön, Christian. Ja, genau, vielen Dank. Also ich würde auch dort, also an der Stelle dafür plädieren, bei dieser Frage, wie Bürger reagieren, eben nicht nur sich auf das Digitale zu fokussieren, sondern auch den Blick auf die gesamte Daseinsvorsorge zu richten und auch darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn Veränderungen stattfinden, wie wir sie in ländlichen Regionen versehen, nämlich ein Rückzug des Staates, ja, ein Rückbau freiwilliger Leistungen unter Umständen. Was ist da die potenzielle Folge? Wie reagieren da die Bürger? Denn das ist durchaus gesellschaftlich relevant. Und wir haben wissenschaftlich eigentlich relativ fundiert die Erkenntnis, dass immer dann, wenn der Staat nicht mehr wahrnehmbar ist in der Fläche, wenn die Bürger, so wie du, Rainer, das vorher im Schloss beschrieben hast, am Telefon sind und niemanden erreichen, dann fühlen die sich häufig abgehängt. Ja. Das öffnet das Tor für Politikverdrossenheit,
Zeit für populistische Tendenzen. Und nicht umsonst haben wir im Populismusbarometer der Bertelsmann Stiftung in den letzten beiden Jahren wieder einen Rückgang dieses Populismus gesehen, weil der Staat stärker wahrgenommen worden ist, einfach wieder handlungsfähiger wahrgenommen worden ist im Zusammenhang mit Corona. In diese Richtung sollte man auf jeden Fall denken. Also man muss vor dem Hintergrund der Veränderung der Dienstleistungen in der Daseinsvorsorge immer darauf achten, dass man hier wirklich niemanden zurücklässt. Und dann kommt meiner Meinung nach das große Potenzial der Digitalisierung. Damit kann man schon auch gewährleisten, dass man möglichst viele auch noch erreicht, obwohl der Staat in der Fläche vielleicht nicht mehr die Kapazitäten hat, die er früher mal hatte. Madeleine, du wolltest, glaube ich, noch ergänzen. Ja, genau. Also ich kann mich auch meinen Vorrednern nur anschließen. Also die Nutzer oder die Nutzungsperspektive ist zunehmend in den Fokus gerückt. Daseinsvorsorge ist ja sozusagen für die Bürgerinnen und Bürger gedacht. Deswegen sollte hier halt auch verstärkt deren Sichten in den Mittelpunkt genommen werden. Gudrun war es, glaube ich, die auch die Wirkungsorientierung ansprach. Also auch das hat jetzt in den letzten Jahren zugenommen. Das heißt, die Wirksamkeit von Leistungen, wie sie denn von Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden, spielt eine immer größere Rolle. Das hat uns jetzt ja auch der Digitalindex, der aktuell raus ist, gezeigt. Und ich würde vielleicht auch nochmal gern mitgeben, wie so die Wahrnehmung ist. Also wenn es um Digitalisierung von Leistungen geht, dann wird ja häufig der Markt oder dem Markt oder privatwirtschaftlichen Unternehmen eine höhere Kompetenz als dem öffentlichen Dienst zugeschrieben. Anders ist es beispielsweise bei der Datenverwertung. Und wir haben jetzt halt noch gar nicht so viel über Daten gesprochen. Ich meine, das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn es um Digitalisierung von Leistungen geht. Dass insbesondere, wenn es um die Verwendung von Daten geht, dass beispielsweise jetzt hier auch der öffentliche Bereich mehr Vertrauen genießt als privatwirtschaftliche Firmen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja auch. Ne? Also was kann denn jetzt sozusagen oder welche der Daseinsvorsorge, welche Leistungen der Daseinsvorsorge werden denn jetzt auch schon von privatwirtschaftlichen Unternehmen umgesetzt? Und sind sie dann auch noch Teil der Daseinsvorsorge? Oder ja, also damit sind sozusagen einher oder gehen verschiedene Fragestellungen einher, die ich hier gerne nochmal anführen würde. Ja, vielen Dank, Madeleine. Ich würde gerne einmal einen kurzen Werbeblock für unsere eigene Veranstaltung machen, weil wir jetzt auch ganz viel über Digitalisierung gesprochen haben und Madeleine, du auch diese Fragestellung nochmal thematisiert hast. Aber die Schlagworte eigentlich, die gefallen sind, die hat Christian ausgesprochen. Handlungsfähigkeit des Staates und Veränderung, weil das sind unsere beiden Themen auf dem diesjährigen digitalen Staat am 3. und 4. Mai. Und dazu würde ich gerne einmal einen kurzen Trailer abspielen, der Ihnen natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und euch hier, also meinen Referenten, Lust auf mehr machen soll. Und ich mich natürlich freuen würde, euch wiederzusehen. Jetzt erstmal sehen wir uns in gleich 30 Sekunden wieder. Und da sage ich vielen Dank. Herzlichen Dank auch nochmal an die Regie für das Einspielen des Videos. Gudrun, du wolltest noch anknüpfen mit einem Argument, beziehungsweise vielleicht sogar auf all die Fragen, die Madeleine noch gestellt hat, antworten. Bitteschön. Danke. Ja, ich kann die Argumente von Madeleine zum Thema Daten einfach nur verstärken, dass Kommune da wirklich wahrgenommen wird als sicherer und verlässlicher Partner. Ich möchte noch mal ein Stück weit vorher anknüpfen. Ich hatte vorhin erzählt, wir sprechen bei der Digitalisierung von, wo wir uns im Ökosystem bewegen. Die Kommunen haben unterschiedliche Leitbilder über die Jahrzehnte gehabt. Ich sage mal von der Ordnungskommune, in den 80ern die Dienst, 93er die Dienstleistungskommune hin zur Bürgerkommune. Und wir stehen jetzt wirklich am Rand, dass das Thema Netzwerkkommune das leiten wird. Das heißt aber auch, dass Kommune ein Akteur neben vielen in der örtlichen Gemeinschaft ist. Die Kommune, also die Verwaltung, hat in der Regel die meisten Prozesse gesteuert, alleine in der Verwaltung, in der Kernverwaltung oder auch mit ihren Beteiligungen. Das Thema bürgerschaftliches Engagement und mit dem Bürger auf Augenhöhe
kennen wir aus der Vergangenheit auch. Aber das, was Madeleine auch nochmal gesagt hat, wir glauben, dass die komplexen Probleme in Kommunen zukünftig auch mit der örtlichen Gemeinschaft, auch Wirtschaft, gelöst werden müssen. Und da ist die Frage, welche Rolle Kommune bekommt oder innehat. Sie wird nach wie vor, ich sag mal, als Ordnungskommune sicherlich also bleiben, aber auch, ich sag mal, neben Steuerungsprozessen vielleicht auch nur Möglichmacherin bei den Herausforderungen, die kommen, um Partner zusammenzubringen, um Dinge zu entwickeln, die für die örtliche Gemeinschaft wichtig sind. Also unser Blick geht über die eigentliche Verwaltung hinaus, wirklich in die örtliche Gemeinschaft. Da ist vielleicht auch die Frage, ob es Konkurrenz gibt zwischen privaten und öffentlichen Dienstleistern oder auch zivilgesellschaftlichen, wie du gerade gesagt hast, zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Daseinsvorsorge, Matthias. Ja, total. Also das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich meine, das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ich meine, die Diskussion der Privatisierung und der Daseinsvorsorge, die führen wir ja schon dann doch wesentlich länger, als Digitalisierung jetzt ein heißes Thema ist. Aber es ist eine spannende Diskussion und es ist eine Diskussion, die jetzt mit der Digitalisierung eine neue Brisanz gewinnt, genauso wie Madeleine das eben schon gesagt hat. Ne? Wo sieht man jeweils die Kompetenzen und wie verändern die sich? Wie verändern sich die Verantwortungsfelder da? Welche Rolle hat Staat dabei? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt die sagen, vom Prinzip her, Digitalisierung der Daseinsvorsorge heißt Innovation voranbringen und das kann nicht vom Staat kommen, das kommt immer vom Markt. Es gibt natürlich die sagen, auch wir brauchen da einen steuernden und auch einen kompetenten Staat, egal ob er die Leistung jetzt selbst anbietet und verwirklicht oder ob er es im Endeffekt delegiert. Er muss im Bilde sein, was völlig klar ist, und eben nicht die öffentliche Hand sein, die sich im Endeffekt daseinsvorsorgetechnisch um das kümmern muss, was nachher aus Wirtschaftlichkeitsgründen vom Markt nicht angeboten und nicht erledigt wird. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das und in diesem Spannungsfeld flexibilisiert Digitalisierung einiges. Ne? Ich kann alleine schon daran denken, dass ich Prozesse, die früher relativ klar abgegrenzt waren, dass ich die im digitalen Sinne vielleicht aufdrösele, aufspalte, viele verschiedene Akteure damit einbinde, die einfach unterschiedliche Kompetenzen einbringen. Und was für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Diskussion ist, ist nicht nur das Spannungsverhältnis beziehungsweise die Beziehung zwischen öffentlicher Hand, privatwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Akteuren, sondern eben auch die Zivilgesellschaft. Weil das ist ein Punkt, den sehen wir in der Daseinsvorsorge und den sehen wir auch ganz besonders in der digitalen Daseinsvorsorge. Die Relevanz, die Bedeutung, die Wichtigkeit vom Ehrenamt auch in diesem Prozess, da mit am Tisch zu sitzen, mit zu tun und auch wirklich aktiv, ich sag mal auch wirklich zu arbeiten. Ne? Also alleine wenn wir diese beteiligungsorientierten Entwicklungen oder Digitalstrategien und solche Dinge anschauen, wie viele ehrenamtliche Menschen da dabei sind, sich einbringen und wirklich mit tun und mitarbeiten, das hat für mich das hat eine unheimliche Relevanz. Dankeschön. Apropos Beteiligung, auch nochmal meine Aufforderung an die Zuschauenden, sich im Chat gerne mit Fragen inhaltlicher Art oder Anmerkungen zu beteiligen. Liebe Madeleine, dann gehört dir das Wort. Und dann danach gerne Rainer. Genau. Dankeschön. Ich würde mich Matthias gerne anschließen. Also klar, Konkurrenz auf jeden Fall, aber ich glaube, es geht auch gar nicht mehr richtig darum zu fragen, ist jetzt der öffentliche oder selbst öffentliche Dienstleister Konkurrenz zum Privaten, sondern ich glaube, es geht halt eher darum, zu schauen, wie diese Partnerschaften ausgestaltet werden können. Also wir sehen es ja halt im Bereich Mobilität oder IT, dass wir da auch heute, wenn es um die Leistung der Daseinsvorsorge geht, gar nicht mehr drum rumkommen. Wir haben auch im Bereich Energie und Verkehr auch den Markt, wo halt auch viele digitale Dienste entwickelt werden. Ich sprach es vorhin halt auch schon an, was passiert, wenn die Leistung, die eigentlich eine originäre Leistung der Daseinsvorsorge ist, nicht mehr von der öffentlichen Hand ausgeführt wird, sondern nur noch von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig, und Gudrun, du hast vorhin auch das Thema Souveränität angesprochen. Deswegen ist es auch so wichtig, und das muss nicht unbedingt eine Priorität in den Leistungsbereichen sein, sondern vielleicht eher so ein Ausgestaltungsmerkmal, ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen in den Kooperationen mit den zwischen privaten und öffentlichen Akteuren, dass die so gestrickt sind, dass hier die Funktionen, die für die Daseinsvorsorge
notwendig sind, entsprechend erhalten bleiben. Beispielsweise im Bereich Energie oder Mobilität, da geht es halt darum, dass Erreichbarkeit da sein muss. Es geht darum, dass das Ganze bezahlbar sein muss. Es geht darum, dass es ökologisch ist, ökonomisch ist, dass die Nachhaltigkeitskriterien hier eine Rolle spielen. Und genau, das ist entsprechend mitzudenken. Zu meinen beiden Vorrednern anschließend, ich sehe, dass wir uns da sehr viel breiter, glaube ich, darstellen, als das in den vergangenen Zeiten gewesen ist, weil wir verändern uns als Gesellschaft ja in zwei Richtungen. Die eine Richtung wird immer älter, das heißt, viel, viel mehr Menschen scheiden aus dem Arbeitsprozess aus. Das heißt, dieser Bereich Ehrenamt oder Beteiligung oder diese Möglichkeit, für die Gemeinschaft etwas zu tun und in Gemeinschaft was zu tun, wird für die eine Hälfte der Bevölkerung sehr viel wichtiger werden und es wird auch sehr viel mehr Möglichkeiten geben. Auf der anderen Seite bekommen wir sicher durch den Wandel, den wir durchmachen und auch durch die Öffnung, durch Globalisierung, dadurch, dass wir in Zukunft mehr Menschen aus anderen Ländern hier haben und auch sehr viele jüngere Menschen hierher kommen werden, ein Prozess, der sehr quirlig, sehr innovativ und sehr, sehr zukunftsorientiert ist. Und das eröffnet ganz verschiedene Felder, die dann wieder unter Konstellation miteinander eingehen können. Und ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass da jetzt diese Konkurrenz ist. Das eine, das, was die Kommunen anbieten und was Daseinsvorsorge ist, ist das in starker Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen oder profitorientierten Dingen, sondern ich sehe da eine unheimliche Vielfalt auf uns zukommen, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu ergänzen. Und da müssen Kommunen die Möglichkeit haben, eben viele verschiedene Akteure auch miteinander verbinden zu können. Ja, danke schön, Christian. Genau, hier würde ich direkt einsteigen. Also ich habe bei der Frage, ob es denn eine Konkurrenz zwischen privaten und öffentlichen Dienstleistern gibt, auch erstmal aufgehört, weil ich mir dachte, Konkurrenz, nee, dann würde ich eher von Ergänzung sprechen. Also es ist aus meiner Perspektive zumindest so, dass Kommunen in der Erbringung der Dienstleistungen der Daseinsvorsorge eben als eine Möglichkeit der Erbringung die Auslagerung haben. Also Kommunen müssen schon längst nicht mehr alles selbst machen. Deswegen sprechen wir ja eben auch von dieser subsidiären Gewährleistungsverantwortung, die Kommunen mittlerweile haben. Die müssen dafür Sorge tragen, dass eine Dienstleistung angeboten wird. Sie müssen nicht diese Dienstleistung selbst produzieren. Und das ist nun ein Gedankengut, das wir schon sehr lange pflegen. Seit den 80ern lagern Kommunen auch in teilweise ganz erheblichem Maß öffentliche Dienstleistungen aus. Oder gründen gemischt wirtschaftliche Unternehmen beispielsweise. Es führt dann dazu, dass die Auslagerungsstrukturen, und das ist eigentlich so ein größeres Problem, über das man vielleicht sprechen sollte, dass diese Auslagerungsstrukturen zunehmend komplexer geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Teilweise so komplex, dass sie einfach wahnsinnig schwer zu steuern sind. Und da kommen wir dann auf das zu sprechen, worüber Madeleine vorhin auch gesprochen hat, nämlich die Art der Zusammenarbeit. Ja. Also diese Steuerung dieser vielen kommunalen Unternehmen, die es mittlerweile gibt. Und hier sehe ich durchaus ein Aktionsfeld für Kommunen. Also eine Stärkung der Beteiligungssteuerung, eine Professionalisierung der Beteiligungssteuerung ist ja durchaus wünschenswert aus meiner Sicht. Und das kann in Richtung Public Corporate Governance Codex zum Beispiel gehen. Ja, das kann in Richtung Gestaltung von übergreifenden Holdings gehen. Da gibt es ja viele Dinge, die man hier diskutieren kann. Aber das ist ein Thema, über das man sprechen muss, damit diese ergänzende Funktion privater Unternehmen eben auch im Sinne der Gemeinwohlorientierung ausgeführt wird und eben nicht sich eine Gewinnorientierung breit macht, die unter Umständen zuwiderläuft der Gemeinwohlorientierung, die hier angestrebt werden sollte. Mhm. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo Hebel des kommunalen Managements sind, was du gerade gesagt hast. Gudrun, du wolltest jetzt erstmal ergänzen zu dem, was Christian gesagt hat. Nur eine ganz Kleinigkeit. Also zum einen kann ich es auch nur unterstützen, was ihr alle gesagt habt. Wir müssen einfach zu einem anderen Miteinander kommen, um das Beste für die Daseinsvorsorge der örtlichen Gemeinschaft eigentlich zu erbringen. Ich glaube, Matthias hat es eben nochmal das Thema bürgerschaftliches Engagement ja auch zum Thema gehabt und vielleicht einen kurzen Blick. Ich habe mit einem Krisenstabsleiter eines Kreises in Norddeutschland gesprochen, 2 Tage nachdem der Krieg begonnen hat. Der sagte, ich habe
mein Ansprechpartner in der örtlichen Gemeinschaft angerufen, bürgerschaftliches Engagement. Wir haben 10 Minuten telefoniert und wir sind bestens vorbereitet für alle Flüchtlinge, die zu uns kommen. Also wir haben einfach gelernt aus 2015 und da läuft das auf Augenhöhe. Was macht die Bürgerschaft? Was kann der Kreis liefern? Also das war einfach toll zu hören, wie der formuliert hat, wie das bei denen dort im Kreis einfach läuft und nur so im Zusammenspiel aller Akteure wir überhaupt noch handlungsfähig sind mit den Herausforderungen, die wir haben. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne die Frage auch von Christian nochmal aufgreifen. Also wie können wir denn Auslagerungsstrukturen steuern? Welche Möglichkeiten haben da auch Kommunen? Wer möchte zuerst? Ja, nachdem ich die Frage aufgeworfen habe, könnte ich ein bisschen weiter noch drüber reden. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich sie beantworten werde. Also ja, letztlich es ist ein komplexes Unterfangen in den Kämmereien, in den Finanzabteilungen, diese vielen Auslagerungen zu steuern. Und das bedarf Professionalisierung. Und das kann eben funktionieren über eben eine konsequente Umsetzung von so einem Public Corporate Governance Code, also gute Unternehmensführung in dem vieles festgelegt wird. Das kann aber auch dazu führen, dass man sich wieder stärker dem Thema Gesamtabschluss beispielsweise zuwendet. Ein Thema aus der Finanzdebatte. Der Gesamtabschluss ist letztlich der Haushaltsabschluss, der alle ausgelagerten Einheiten mit einbezieht. Das ist ein Thema, das sich nicht wirklich durchgesetzt hat in den letzten Jahren, obwohl es vielfach sinnvoll beschrieben wurde im Zuge der Doppelreform. Das wird nicht umgesetzt, weil es vielfach nicht umgesetzt oder regelmäßig umgesetzt, weil es relativ aufwendig ist, um kommunalen Gesamtabschluss darzustellen. Nichtsdestotrotz bin ich ganz persönlich der Meinung, dass er eben doch ein ganz wesentliches Werkzeug sein kann, um zu steuern, ja, um eben auch die Auslagerungen über den Haushalt zu steuern. Hier könnte man durchaus nochmal Managementpotenziale heben, aus meiner Sicht. Matthias, du hast genickt ergänzend. Ja, es ist, es ergibt sich da so ein, ich finde das immer ganz spannend, so ein Komplexitätskontinuum von sehr unterkomplex bis hyperkomplex. Und das ist für diese Thematik in der kompletten Breite relevant. Das ist sicherlich, was Christian gerade besprochen und vorgeschlagen hat, ein Thema, das wirklich am wenigsten meines ist. Aber es spiegelt im Endeffekt genau das wider, was die Kompetenz im Bereich Digitalisierung im kommunalen Bereich eigentlich genauso ergeben muss. Leute, die in der Lage sind, das organisatorisch strukturell abzubilden, hier bezogen auf die Organisationsform. Gleiches gilt aber natürlich auch für den Bereich des Digitalen, ne? Also mache ich es selbst von der öffentlichen Hand oder, wie eben schon gesagt, in dem Bereich Innovation, Datenmanagement, wo die Kompetenz ja eigentlich eher im privatwirtschaftlichen Bereich liegt. Selbst wenn die da liegt und selbst wenn die dahin verlagert wird, muss ich am anderen Ende im kommunalen Bereich Leute haben, die dann doch die Kompetenz haben, schon alleine diese Prozesse, diese Anforderungen zu definieren, zu wissen, was man überhaupt braucht, das in Auftrag zu geben. Wir sehen das momentan, das heiße Thema, gerade im Smart City-Bereich, sind kommunale Datenplattformen. Also es ist beileibe nicht jede Kommune in der Lage, einen Anforderungskatalog zu erstellen, was die kommunale Datenplattform, die man gerne haben möchte, leisten kann, ne? Und das ist eine immense Herausforderung. Und dann gehen wir von mir aus noch einen Schritt weiter nach oben, bevor wir dann gleich abstürzen, gehen wir noch den Schritt und schauen uns dann die globale Plattformökonomie an und mit welchen Partnern man es da zu tun hat. Und selbst die sind natürlich mittlerweile im Daseinsvorsorgeprozess, wenn nicht unmittelbar, dann doch mittelbar relevant. Und selbst die müssen natürlich auch von irgendwem gebändigt werden und sinnvoll integriert werden. Und das ist auch nicht das leichteste Spiel. Und dann mache ich den Absturz auf die andere Richtung, weil das auch mir am Herzen liegt, das immer zu betonen und zu sagen, gleichzeitig sehen wir, dass dieses Thema Digitalisierung A immer als technisches Thema, wie wir es ja schon gehört haben, betrachtet wird. Und es wird auch immer als komplexes Thema betrachtet. Und das ist auch nicht immer gut, weil wir sehen, da, wo es am besten funktioniert, da sind es einfache Anwendungen, die miteinander vernetzt sind,
konkrete problemlösungsorientierte Tools, die helfen, Dinge zu verbessern, die sich sehr, sehr gut handeln und sehr einfach integrieren lassen und wo im Endeffekt nach Möglichkeit jeder mitmachen kann. Und das ist halt das Spannende, dass es wirklich, dass sowohl dieses ganz einfache Unterkomplexe in diesem Prozess seine Berechtigung hat, aber man natürlich das obere Ende auch irgendwie gebändigt kriegen muss und nicht aus dem Auge verlieren darf. Dankeschön, Gudrun. Ja, mein Beitrag bezieht sich noch auf das Thema kommunale Beteiligung, Christian. Ich sag mal, eine Möglichkeit ja auch ist, wie du sagtest, über finanzwirtschaftliche Steuerungsinstrumente da wieder mehr Annäherung zu finden. Ich glaube, eine Schwierigkeit liegt darin, dass bei den kommunalen Beteiligungen ganz, ganz unterschiedliche Rechtsformen zum Zuge gekommen sind und damit natürlich auch ganz andere Logiken dahinter stehen, wie Unternehmen geführt werden. Und das aufeinander zu bewegen und übereinander legen, ist sicherlich ganz schwer. Wir haben in einigen sehr strittigen Diskussionen, wirklich sind wir auf den Punkt gekommen, dass wahrscheinlich die Beteiligung und die Kommune im Kern neu miteinander diskutieren. Und zwar auch zu der Frage, die Rainer gesagt hat, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir unsere Kommune entwickeln? Was macht uns zu einem lebenswerten Ort für die örtliche Gemeinschaft, dass wir die Bürgerinnen und Bürger auch behalten? Und ich glaube, es ist ein Kommunikationsprozess, den wir brauchen mit, ich sag mal, allen Führen und wieder Hochs und Tiefs, um diese Logiken, die aus den Formen der Gesellschaften einfach hervorgehen, wieder mehr in Richtung Gemeinschaft gestalten, also Gemeinschaftskommune gestalten gehen müssen. Christian, gerne. Genau, ich würde jetzt gar nicht unbedingt darauf erwidern, weil das absolut zutreffend ist, sondern vielleicht die Perspektive noch ein bisschen weiten und über hier die Hebel des kommunalen Managements sprechen. Hier, Gudrun, du hattest vorhin den Begriff Netzwerkkommune genannt. Das fand ich eigentlich relativ spannend. Also wir hier am DIFU haben ja sehr, sehr viel mit Kommunen zu tun, die irgendwie vor spezifischen Herausforderungen stehen, die irgendwas ändern wollen, die auf irgendeinen Bedarf, auf ein Bedürfnis reagieren müssen. Und wir sehen toujours, dass dieses herkömmliche Silo-Denken und die Arbeit in den einzelnen Abteilungen, die wenig übergreifend ist, einfach ein Hindernis ist aus Management-Perspektive. Ja, und deswegen finde ich, ist es so wichtig, von der Netzwerkkommune zu sprechen oder eben auch zu sagen, dass die modernen Herausforderungen, die neuen Dienstleistungen, die im Zuge der Daseinsvorsorge vielleicht relevant werden, immer Querschnittsaufgaben sind. Ja, Querschnittsaufgaben, die es erfordern, dass über die Abteilungen hinweg möglichst agil zusammengearbeitet wird. Ja, und das erproben viele Kommunen mittlerweile, zum Glück, ja, aber es ist bei weitem noch nicht Alltag in Deutschland. Heute Morgen hatte ich ein Interview mit einem ehemaligen Verwaltungschef einer niederländischen Kommune, der mir erzählt hat, dass sie vor 5 Jahren die komplette Organisationsstruktur der Kommune geändert haben, weg hier von dieser Silo-Struktur hin zu zusammenarbeitenden Teams, ja, also ganz modern, so wie wir uns vielleicht so ein Internet-Startup heute vorstellen. Ja, so wird da gearbeitet und der berichtet davon, wie gut es funktioniert, wie gut die Probleme dort zu lösen sind und wie motivierend es auch für die Mitarbeiter ist. Insofern, das ist sicherlich eine Management-Perspektive in die Zukunft, die über die man nachdenken muss und die zunehmend wichtig werden wird. Dankeschön, Matthias. Ja. Ja, und würde ich tatsächlich auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, genau dieses übergreifende, querschnittliche, das dann sicherlich in der Verwaltung aufgelöst werden muss, aber sicherlich auch darüber hinaus. Ne? Und das ist, dann kommt das Netzwerk noch viel mehr zum Tragen. Und ich glaube, wenn interkommunale Zusammenarbeit bisher noch nicht überall Thema war, dann wird es das mit der Digitalisierung und der digitalen Daseinsvorsorge zwingend werden müssen, weil wir haben ja nach wie vor schon auch noch, und ich bin kein Verwaltungsrechtler, aber es gibt nach wie vor ja durchaus auch noch das Territorialitätsprinzip und die Verwaltung, die in ihren Gebietskörperschaftsgrenzen wirkt. Und dann habe ich davon eine tendenziell eher enträumlichte digitale Sphäre. Das ist natürlich in sich teilweise auch eine ganz schöne Widersinnigkeit. Und das finde ich ein total spannendes Feld, wie sie mit diesen Widersprüchen, mit diesen Grenzen und diesem Territorialitätsprinzip in der digitalen Daseinsvorsorge gearbeitet werden wird. Auch da gibt es natürlich Lösungen und Möglichkeiten. Aber das wäre natürlich ziemlich widersinnig, wenn da jeder für sich sein Silo-Denken aufbricht, aber dann doch nur bis zur Gemarkungsgrenze geht und sich dann die Leistungen da wieder doppeln und die Infrastrukturen doppeln.
Das ist aber, wie gesagt, auch eine offene und spannende Frage noch. Ich sehe, wir haben einiges an Potenzial für eine Folgerunde und einige Fragen, die wir noch in Folge diskutieren können. Liebe Madeleine, du möchtest noch ergänzen? Genau, vielleicht einfach noch kurz anschließend, also was ich vorhin dann gesagt habe, das kann ich nur unterstützen. Hier ist das Thema Vision gefallen, also auch zu schauen, wo will sich denn die Kommune überhaupt auch hin entwickeln, also was hat sie für Ideen. Da verbirgt sich nicht nur die Frage, welche Ziele sind mit dieser Vision verbunden, welche Handlungsempfehlungen oder generell Handlungsfelder will ich dann zukünftig bearbeiten. Gerade dieser Prozess, wir hatten vorhin auch das Thema Strategien, also gerade auch dieser Strategieprozess beinhaltet ja heute, dass gerade die Bürgerinnen und Bürger viel stärker mit einbezogen werden. Also man kann ja wirklich viel, viel stärker als Kommune, ob nun klein oder groß, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus stellen und auch darauf hinarbeiten und auch gemeinsam sozusagen diese Vision tragen. Auch das Thema interkommunale Zusammenarbeit, da würde ich auch noch ganz kurz drauf eingehen, Matthias. Das ist natürlich ein Thema, was als Potenzial natürlich schon vor einiger Zeit gehoben wurde. Auch die Smart oder die, wie nennt es so schön, die Modellprojekte Smart City, die ja jetzt oder wo jetzt sozusagen schon die dritte Staffel am Laufen ist, hat ja auch gezeigt, dass es wichtig ist, sich hier auch auszutauschen, dass es wichtig ist, auf Erfahrungen anderer Kommunen aufzubauen. Wenn es darum geht, Digitalprojekte umzusetzen, dann muss das ja nicht immer alleine aus der eigenen Kommune heraus entstehen. Wobei hier auch das Ehrenamt nochmal angesprochen werden sollte. Es ist gerade kleinere Kommunen, die besonders starkes Engagement in der Bürgerschaft haben, sind hier weiter als größere Kommunen oder können weiter sein. Es gibt schöne positive Beispiele auch in Brandenburg. Und all das spielt hier eine Rolle, wenn es darum geht, Hebel für kommunales Management zu finden. Dankeschön. Gudrun, gerne ganz kurz und dann würde ich nochmal ein neues Thema ganz kurz anreißen wollen. Ich finde das super, dass jeder von seiner Perspektive genau das nochmal unterstützt. Und mein letzter Satz dazu ist, dass es wirklich wegkommt von dieser, wir haben es eben Silo-Denken genannt, also mehr zu multiperspektivisch Dinge bearbeiten. Natürlich werden wir die Hierarchie an manchen Stellen behalten. Es hilft nicht weiter, wenn bei der Feuerwehr diskutiert wird, wer den Einsatz leitet. Aber auf der anderen Seite brauchen wir für neue Herausforderungen, wie zum Beispiel das Thema Flüchtlinge, ganz andere Lösungen. Und da müssen wir innerhalb der Verwaltung, aber wie er auch gesagt hat, auch außerhalb der Verwaltung zu neuen Ideen denken. Und da ist eine Haltung für notwendig, die da heißt, ich bin neugierig auf die andere Sichtweise, um im Ergebnis alles besser zu machen. Dankeschön. Apropos Haltung, das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse würde ich gerne nochmal ansprechen, der eigenen Bürgerinnen und Bürger. Inwiefern sind Kommunen in dem Kontext dafür verantwortlich, Rainer? Sie sind natürlich verantwortlich, aber auch nur bis zu einem gewissen Grade. Das ist ergibt sich aus der Natur der Dinge. Eine grundsätzliche Gleichwertigkeit muss gegeben sein in den Zugängen zu allen möglichen Leistungen, auf die ich Anspruch habe und die ich nötig und die ich brauche, um eine solide Grundlage zu haben, auf der ich mein eigenes Leben weiterentwickeln kann. Das ist völlig klar. Gleichwertige Lebensverhältnisse haben wir jetzt natürlich im Moment sehr starkes Diskussionspotenzial in der Frage, was Wohnen betrifft, wer kann sich Wohnen noch leisten, wer soll wo wohnen können und das ist eine gesellschaftliche Frage, die schwer zu beantworten ist, die im Moment noch nicht zu beantworten ist, weil ein Mangel herrscht und weil deshalb zunächst mal Rahmenbedingungen da sind, um überhaupt wieder eine Voraussetzung zu haben, wo ich an Gleichwertigkeit denken kann. Ähnliche Probleme habe ich im Moment gerade mit der Preisentwicklung bei Lebensmitteln, bei Energie, bei Treibstoff und ähnlichen Sachen. Also das ist ein Dauerthema, was uns ja sowieso beschäftigt. Was muss der Staat tun? Was kann der Staat tun? Und wie weit erreiche ich damit eine wirklich möglichst hohe Nivellierung von gleichwertigen Lebensbedingungen? Aber das wird uns bleiben. Das wird uns bleiben und die Diskussion darüber, wie wir damit umgehen wollen, wird uns bleiben. Christian.
Ja, absolut. Das ist zu unterstützen. Was die Gleichwertigkeits- und Lebensverhältnisse betrifft, würde ich vielleicht auf zwei Ebenen antworten wollen. Auf der einen Seite sind Kommunen natürlich durch die zur Verfügungstellung kommunaler Infrastruktur aktiv darum bemüht, Gleichwertigkeit herzustellen. Ja. Also das ist ein Charakteristikum gemeinwohlorientierter Leistungen, dass es eben garantierten und freien Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen gibt, ja, und solange die Infrastruktur dafür besteht, heißt es, Bürger und Bürgerinnen mit weniger Einkommen oder aus weniger begüterten sozialen Schichten haben Zugang zu diesen Leistungen, und das sorgt an sich schon für eine Nivellierung. Allerdings ist die begrenzt eben in der zum einen Qualität der Infrastruktur und in der Art der Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Also zur Qualität der Infrastruktur betreiben wir hier im DIFU ja relativ umfangreiche Forschungen und erfahren in unserem Projekt KfW Kommunalpanel, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, so eine große Kämmereibefragung, erfahren regelmäßig, dass die deutschen Kommunen in den letzten Jahren eine ganz erhebliche Bugwelle an Investitionsrückständen aufgebaut haben in verschiedenen Infrastrukturbereichen. Und das spiegelt eben wieder, dass viele Kommunen nicht umfänglich dazu in der Lage sind, Unterhaltungsinvestitionen in ihre Infrastruktur zu leisten und deswegen sich die Qualität der örtlichen Infrastruktur teilweise entkoppelt von den Bedürfnissen der Bürger an diese Infrastruktur. Ja. Und wo diese Infrastruktur, egal in welchem Bereich wir uns jetzt bewegen, ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt, ist dieser freie Zugang vielleicht auch eingeschränkt. Heißt also, ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Kommune unter Umständen etwas gefährdet. Ja. Gleichzeitig sind den Kommunen natürlich auch durch die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln ganz stark die Hände gebunden, was Infrastrukturinvestitionen betrifft. Ja. Und hier würde ich dann auf die übergeordnete Ebene zu sprechen kommen. Ja. Also Kommunen an sich sind ja, unterliegen ja auch einem, wie soll ich sagen, einem Nivellierungsmechanismus in finanzieller Hinsicht. Der Finanzausgleich eben sorgt dafür, dass Kommunen mit weniger Steuerkraft hier am Ende dazu in der Lage sind, Infrastruktur aufrechtzuerhalten, oder zumindest ist das die Intention des Ganzen, kann aber nur funktionieren, wenn Kommunen finanziell hinreichend ausgestattet sind. Ja, und wir sehen eben relativ regelmäßig, dass das nicht immer der Fall ist. Insofern liegt die Verantwortung für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zum einen in den Kommunen natürlich selbst, zum anderen aber auch ganz wesentlich in den Ländern. Dankeschön. Möchte jemand zu dem Thema noch ergänzen? Kopfschütteln ist auch okay. Es muss nicht jeder zu jedem Thema was sagen. Okay, super. Dann würde ich vielleicht gerne eine Abschlussrunde einläuten. Und zwar verbunden mit der Frage, wir haben schon ganz viel gehört, wohin wird sich die kommunale Daseinsvorsorge zukünftig entwickeln? Wir machen mal jetzt Man first und gehen gegen den Uhrzeigersinn. Christian, du darfst gerne beginnen. Okay, ja, das ist natürlich eine sehr breite Frage, auf die es gar nicht so leicht ist zu antworten. Natürlich wird die kommunale Daseinsvorsorge ganz massiv von der Digitalisierung weiterhin begleitet werden. Ja. Das hat zum einen die Corona-Krise mit sich gebracht, dass der Bedarf an hier flächendeckender Breitbandversorgung evident geworden ist. Das OZG fordert von Kommunen, immer mehr Dienstleistungen ins Digitale zu verlegen. Wir haben Smart City-Bestrebungen, die immer verbreiteter sind. Open Data spielt eine Rolle, auch das wurde vorhin schon angesprochen. Und natürlich sorgt auch die demografische Entwicklung, also die Entvölkerung oder der Bevölkerungsrückgang bestimmter ländlicher Gegenden dafür, dass Digitalisierung immer wichtiger wird. Insofern, Digitalisierung ist nicht ohne Grund heute einer der Hauptpunkte gewesen, den wir diskutiert haben. Gleichzeitig wird sich die öffentliche Daseinsvorsorge an lokalen Trends orientieren müssen, so wie wir sie eben seit Jahren diskutieren und kennen. Ja. Also Bekämpfung des Klimawandels, Bekämpfung von Klimaschäden und Minderung von Klimarisiken wird immer wichtiger werden. Ja. Sie sind, ist heute noch, genauso wie Digitalisierung übrigens, keine Pflichtaufgabe, sondern eine Querschnittsaufgabe, die dann immer unter Finanzierungsvorbehalt steht und deswegen überhaupt erst diskutabel wird auf kommunaler Ebene, was problematisch ist aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz wissen wir aus unseren Befragungen, dass beides immer wichtiger werden wird in der Zukunft.
Ja, letztlich auch eine stärkere Einbeziehung des bürgerschaftlichen Engagements wird sich auswirken auf die kommunale Daseinsvorsorge. Und ich wohne hier ja in Berlin und bekomme hautnah mit die Problematik der Verfügbarkeit von öffentlichem Wohnraum. Und ich würde sagen, dass die Renaissance des öffentlichen Wohnungsbaus, die wir seit ein paar Jahren jetzt wieder beobachten, uns noch lange begleiten wird, zum Glück. Herzlichen Dank, Rainer. Du hast schon den Endmuter. Ich habe den Finger schon am Ball. Ja. Ich möchte da an Christian gleich anschließen. Wir haben Bereiche, wo die kommunale Daseinsvorsorge eben im Bereich sozialer oder günstiger Wohnungsbau, der eben zugänglich ist für mehr und für breitere Schichten, dass das wieder eine sehr wichtige Position werden wird innerhalb der nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Da hat sich vieles verändert. Das ist sicher ein Dings. Der zweite Aspekt ist sicher richtig. Und da sehe ich das aber auch, dass in den Kommunen das breit schon da ist, eben, sage ich mal, zum Beispiel Energieversorgung schon jetzt nachhaltig auszurichten oder sich aufzustellen, Quartiersansätze zu haben mit Fernwärme und ähnlichen Dingen. Da sind die Kommunen teilweise ziemlich weit vor und auch ziemlich, ziemlich dran an dem, was jetzt Trend oder was auch ja jetzt eigentlich nicht mehr nur Trend, sondern demnächst auch breit die Richtung ist, wo wir alle hingehen. Da sehe ich eigentlich nicht so ein Defizit von dem, was da ist. Was mir nach wie vor auffällt, ist, oder was ich auch zurückgespiegelt kriege, ist schon, dass das Verhältnis der Kommune oder speziell vielleicht auch der Verwaltung, die sich dem Bürger gegenüber natürlich verantwortlich zeigen muss, oft schon noch so ist, dass der Bürger das Gefühl hat, wenn er was will, dann muss er irgendwo hingehen und muss vielleicht nicht Bittsteller sein, aber er muss seinen Wunsch äußern, etwas zu bekommen, und dass der Mindset der Kommune oder der Verwaltung, an die er sich wendet, oftmals nicht der ist, das ist mein Kunde, sondern das ist jemand, der etwas von mir will. Das heißt, ich denke, dass wir schon sehr, wir haben das in vielen anderen Ansätzen heute auch schon diskutiert, Dienstleistung. Wir sind Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger, und das muss ein sehr starker Fokus sein, auf den wir uns ausrichten. Dankeschön, Matthias. Ja, wo geht's hin mit der Daseinsvorsorge? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist nach wie vor Digitalisierung ein ergebnisoffener Prozess, for good and for bad. Ganz einfach gesagt, das bietet wunderbare Potenziale. Das hat Risiken, wird auch nicht immer gesagt, und ich kann es auch vermasseln. Ich glaube trotzdem, aktuell sind die Anzeichen relativ gut in Deutschland, und möchte gleichzeitig noch so ein bisschen mehr den Druck erhöhen, wo gerade, glaube ich, gerade eh schon ein immenses Druckgefühl ist. Es ist, glaube ich, zwei, dreimal schon gefallen mit dem Online-Zugangsgesetz, dem OZG. Ist total spannend. Wir haben dazu einen Workshop gemacht in einem EU-Projekt in Betzdorf-Gebertshain, und wir haben einen Szenario-Workshop gemacht. Das heißt, wo wird diese Verbandsgemeinde, wo sieht sie sich in 10 Jahren, was das digitale Zusammenleben angeht? Und haben ein positives und negatives Szenario entwickelt. Und es ist total spannend gewesen zu sehen, dass der Ausgang des OZG in beiden Szenarien der Wegweiser war für eine positive Entwicklung in der ganzen Region, jenseits von Verwaltung und Daseinsvorsorge. Ein positiver Ausgang des OZG war der Grundstein für eine positive Entwicklung in der Region, und der negative Ausgang vom OZG war im Endeffekt der Ausgangspunkt für das Negativszenario. Also unheimlich viel, was damit verbunden wird, unheimlich viele Synergien und spannende Potenziale, auch zwischen Online-Zugangsgesetz und Daseinsvorsorge, die ich nicht in einen Topf schmeißen würde gerne. Man denke an solche Sachen, die idealerweise mit dem OZG geschaffen werden, an Strukturen, Abrechnungen, ID, Systematiken und sowas. Alles Sachen, die auch durchaus für die Daseinsvorsorge super relevant sein können. Und natürlich ultimativ verbunden auch die Hoffnung, mit dem OZG eine gewisse Entlastung in den Verwaltungen hinzubekommen, sodass man sich dann auch um die freier gestaltbaren Herausforderungen wie eben eine Gestaltung der Daseinsvorsorge kümmern kann, um da Kapazitäten für zu haben, um da aktiv zu werden. Und dann ist es wirklich spannend, weil dann kommen auf einmal solche Sachen, es wurde eingangs schon gesagt und verwiesen auf unser Modellvorhaben Heimat 2.0 im BBSR.
dann kommen auf einmal nicht die klassischen Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung, die Prozesse, Mobilität, alles, was wichtig ist, seine Berechtigung hat. Aber dann kommen auf einmal auch Ideen und Projekte um die Ecke, Gestaltung einer digitalen Kulturplattform, Zusammenbringen von Kulturschaffenden im realen Raum, angeleitet durch digitale Hilfsmittel, Gesundheit und vor allen Dingen Pflege und vor allen Dingen auch Gesundheit, wo sich ja auch lange niemand dran getraut hat, wird auf einmal zum Thema. Da öffnet sich gerade unheimlich viel. Es ist eine spannende Zeit, wir sind da guter Dinge. Ja, von daher sollten wir da am Ball bleiben. Sehr gut, ja, das schließt sozusagen den roten Faden, den du am Anfang aufgezeigt hast. Das ist ein laufender Prozess, ergebnisoffen. Und das ist ja tatsächlich auch der Punkt beim OZG, es ist ja noch nicht zu Ende. Und es geht ja noch weiter, die Diskussion geht ja auch in Richtung OZG 2.0. Aber ungeachtet dessen, wohin wird sich die kommunale Daseinsvorsorge zukünftig entwickeln? Das war ja meine Frage und in dem Sinne würde ich gerne auch nochmal die Möglichkeit für ein abschließendes Wort an Gudrun und Madeleine übergeben. Ja, herzlichen Dank. Also, für mich ist es mit der Digitalisierung ein epochaler Wandel für Daseinsvorsorge. Wir haben die unterschiedlichen Facetten vorhin diskutiert. Es geht vor allen Dingen aus meiner Sicht wirklich ums Gestalten von örtlicher Gemeinschaft. Und ich glaube, das Thema Netzwerkkommune beinhaltet eigentlich das neue Miteinander oder ein anderes Miteinander der örtlichen Gemeinschaft. Das heißt Verwaltung, Beteiligung, Bürgerschaft inklusive der Wirtschaft, um zu gucken, wie wir es gemeinsam lösen können. Aber auch Gespräche zwischen Kommunen, Ländern und Bund, um zu gucken, welche Möglichkeiten bietet Digitalisierung zu zentralisieren, um dann das Potenzial, was frei wird, zu nutzen, die örtliche Gemeinschaft zu gestalten. Und das alles in allem geht es auch darum, die örtliche Gemeinschaft wirklich, ich glaube, am Anfang hatte das Matthias schon gesagt, das Thema wirklich die örtliche Gemeinschaft resilient zu machen und mehr Wachsamkeit für die gemeinsame Gestaltung zu entwickeln, statt immer nur den anderen zuzuschreiben, wer was zu tun hat oder wer wann was zu tun hat, sondern gemeinschaftlich zu schauen, wie können wir wirklich eine lebenswerte kommunale Umwelt schaffen. Herzlichen Dank. Das Stichwort habe ich mir auch aufgeschrieben mit der Resilienz. Madeleine. Genau, ich versuche mal die Perspektiven aufzugreifen, die jetzt vielleicht auch noch nicht zur Sprache gekommen sind. Die kommunale Daseinsvorsorge wird zukünftig neue Aufgaben haben. Sie wird hier auch gerne die organisatorische Perspektive noch mal so ein bisschen mehr in den Blick bringen. Es wird, wie gesagt, neue Akteurskonstellationen geben. Verwaltung arbeitet mit privaten Dienstleistern zusammen. Das führt auch zu einer Verschiebung der Steuerung. Da sind wir auch schon mal so ein bisschen darauf eingegangen. Das führt aber wiederum auch zu einer Wissensauslagerung aus der kommunalen Struktur. Das heißt, auch hierfür müssen Vorkehrungen getroffen werden, wie dem entgegengewirkt werden kann. Wir haben auch festgestellt, dass die Digitalisierung bzw. der digitale Wandel stetig vorangeht. Die Technologie entwickelt sich sehr schnell. Gleichzeitig stoßen aber Kommunen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, bestimmte Technologien zu beschaffen. Also auch hier sollte der Blick sozusagen darauf behalten werden. Es ist auch zu sagen, und ich glaube auch schon mehrfach angesprochen, dass es, das Thema Netzwerk kam ja hier an, dass einfach die Zahl der Akteure hier viel größer wird. Es wird ein neuartiger Mix entstehen, aus dem sich dann da verschiedene Perspektiven, wenn sie zusammengetan werden, völlig neue Ideen herauskommen können. Ich würde gerne das Thema Plattform hier auch nochmal kurz zur Sprache bringen. Also ich könnte sich auch vorstellen, dass eine deutschlandweite Basisinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden würde, wo entsprechende Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, die Kommunen brauchen oder nutzen, um die Daseinsvorsorge im digitalen Raum zu gewährleisten. Die Nutzerperspektive wurde heute schon häufig angesprochen und letztlich, vielleicht der letzte Satz dazu, haben wir im Rahmen der Vorstudie, die wir durchgeführt haben, auch festgestellt, dass es verschiedene Gestaltungsprinzipien gibt, die das Thema digitale Daseinsvorsorge umtreibt. Das Thema Nachhaltigkeit ist heute schon gefallen, die Wirkungsorientierung, Souveränität, aber natürlich auch die Resilienz bei der Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge.
Ja, herzlichen Dank. Ich nehme für mich heute einiges mit, was ich selber gelernt habe. Vor allen Dingen, dass es auch noch weitergeht mit der Diskussion um die kommunale Daseinsvorsorge. Diskussion ist vielleicht eigentlich schon fast zu negativ belastet, um die Weiterentwicklung der kommunalen Daseinsvorsorge als positiven Prozess. Bedanke mich natürlich sehr herzlich bei allen Beteiligten. Es kommt auch tatsächlich noch einiges an Anmerkungen hier im Chat, auch mit Dankesausrufen und nochmal der Hinweis zur interkommunalen Zusammenarbeit. Und natürlich noch der Hinweis, dass Bürger und auch die Mitarbeitenden in den Kommunalverwaltungen bei diesem Thema mitgenommen werden müssen. Netzwerk und Steuerung, das sind sozusagen jetzt auch die zwei Schlagworte, die bei mir hängen geblieben sind, neben den vielen anderen. Und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. Und an euch hier, meine Referenten, schöne Grüße aus dem sonnigen Bonn, hoffentlich, wie gesagt, dann auch Sonne bei euch. Und ihr könnt sie noch etwas genießen heute. Dankeschön für eure Teilnahme. Sehr spannende Diskussion und es geht weiter. Danke. Tschüss. Danke auch. Danke, tschüss. Vielen Dank an alle für diese spannende Diskussion. Gleich morgen erwartet Sie eine weitere Diskussionsrunde hier auf neuestadt.org. Dann spricht meine Kollegin Tanja Clement mit Expertinnen und Experten über Counter-Speech in der behördlichen Kommunikation. Und nächste Woche darf ich Sie im Rahmen der Reihe Immobilien der öffentlichen Hand bei uns begrüßen. Dann spreche ich mit meinen Gästen über verschiedene Aspekte des kommunalen Flächenrecyclings. Auch nächsten Monat erwarten Sie wieder viele spannende Themen bei uns. Schauen Sie gerne in unsere Programmvorschau unter www.neuestadt.org. Ich freue mich, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut!